Am Montag wurde die Social-Media-Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Und zwar nicht wegen des Blackouts. Eine Insiderin hat Folgendes ans Licht gebracht. Whistleblowerin Horgan. Facebook verdient Geld mit Hass und Wut. Das Internet ist voll von Leuten, die anonym Hasskommentare schreiben, Menschen gezielt verunsichern, in den Wahnsinn treiben und Karrieren zerstören. So sad. Manchmal werden diese Hater sogar engagiert und für strukturiertes Cybermobbing bezahlt. In wenigen Fällen werden sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Die Politikerin Renate Künast machte sich 2016 für den Spiegel auf, um einige Menschen, von denen sie Morddrohungen bekommen hatte, zu Hause zu besuchen und mit ihren Botschaften zu konfrontieren. Die überraschende Erkenntnis? Manche Cybermobber waren höflich, normal, gesprächsbereit und entschuldigten sich nach wenigen Minuten für die Signale, die sie gesendet hatten. Eine Morddrohung? Tut mir leid, Frau Künast, die ist mir so rausgerutscht. Darf ich Ihnen noch ein Stückchen Kuchen anbieten? Hasswellen im Netz, sogenannte Shitstorms, treffen zwar oft die Richtigen, gehören aber inzwischen zu einem Leben in der Öffentlichkeit dazu, wie Instagram-Stories oder ein eigener Podcast. Ist es die Anonymität, die Menschen dazu verleitet, ausfällig zu werden? Woher kommt der Hass im Netz? Ja, woher kommt der Hass? Aber ganz ehrlich, eigentlich war der ja schon immer da. Nur früher hattest du halt diese Medien nicht. Stell mal vor 200 Jahren, dir hat Goethes Faust nicht gefallen. Ja, was hast du da gemacht? Keine Ahnung, du hast deine Schweine verkauft, hast dich in eine Kutsche gesetzt für 4 Wochen, bist da hingefahren, in der Zeit sind deine Kinder an Tuberkulose verreckt. Dann stehst du bei Goethe vor der Tür, klopfst mal, sagst, ey, Buch war scheiße und ich mag deine Frisur auch nicht, Bruder. Bringt ja nichts. Und jetzt stell dir mal vor, der ist nicht zu Hause. Fährst du wieder zurück, oder? Ist doch auch kacke. Aber ganz ehrlich, also jetzt, was mich immer nervt, ist ja, die können, also von mir aus können sie schreiben, was sie wollen. Aber dann steht da blöde Sau drunter und blöde mit H geschrieben. Ganz ehrlich. Leute, wirklich ein bisschen Anspruch. Aber ich verstehe ja zum Beispiel noch, wenn das wirklich wenigstens sich zielgerichtet an irgendwas wendet, was du machst oder so. Aber manchmal verlieren ja diese Hater völlig den Bezug zur Realität. Ich habe mal irgendwie so einen super schlechten Joke über Britney Spears geschrieben. So, ne, bei Facebook irgendwie. Ich fand ihn gut. Und dann kamen diese Britney-Ultras irgendwie dann auf mein... Und die sammeln sich ja dann, ne? Das ist ja wie so ein Duft, der rauskommt. Auf einmal alle so, oh, jetzt hasse ich mit, ne? Und dann haben die mir so geschrieben, du hast keine Millionen Alben verkauft. Ich so, ja, ich habe kein Album. Also, ich meine, wie soll ich das auch machen? Aber jetzt stell dir mal vor, diese Britney Spears-Fans hätten dich entführt. Dann hätten die dich an so einen Stuhl gekettet und so mit so einer Augenbinde und dann wachst du in so einem Keller auf, dann machen die es so weg und vor dir steht Britney Spears, die so, oh baby, baby. Boah, musst du dir das so stundenlang reinziehen. Wenn das passiert wäre, dann wäre ich aufgestanden, I'm a slave for you. Ich liebe Britney Spears. Yeah. Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht gut finden würde, aber das Konzert war halt schon schwierig. Am Ende solltest du das, was du zu Leuten im Netz sagst, auch immer persönlich zu ihnen sagen können. Und wenn du das nicht kannst, dann sollst du dich selber fragen, ob das aber die Britney geht nie ran, wenn ich anrufe. Das ist das Problem.